Im Orchester der Europäischen Union spielen 27 Staaten jeder sein eigenes Instrument. Die Briten hauen gerne auf die Pauke, die Deutschen spielen gern die erste Geige, die Griechen spielen den Euroblues und die Bulgaren, ja, die gehören seit 2007 auch dazu. Wir wissen nicht viel über unsere Brüder und Schwestern auf dem Balkan, also besuche ich sie mit ein paar Freunden für eine Woche. Unsere Reise führt uns mit einem Billigflug von Berlin-Schönefeld in das 2100 Kilometer entfernte Sofia. Die Hauptstadt mit rund 1,2 Millionen Einwohnern von insgesamt weniger als 8 Millionen Bulgaren ist damit schon ziemlich groß. Dann geht's weiter in das Hochgebirge Rila mit Nationalpark und Kloster. Und von da aus ca. 600 Kilometer übers Land nach Varna an die Schwarzmeerküste. Ein Abenteuer auf eigene Faust nimmt seinen Lauf. Und wir wollen wissen, ist Bulgarien wirklich so arm? Fakt ist, die Hälfte der Bevölkerung lebt im Armutsrisiko. Das durchschnittliche Einkommen der Bulgaren liegt bei 44% des EU-Standards. Kein Wunder, dass hier alles nur weniger als die Hälfte kostet. Viele Gebäude sind unsaniert, zerfallen oder nicht zu Ende gebaut. Die Spuren von jahrzehntelanger kommunistischer Regierung und langen Schatten von Korruption bis heute sind noch allgegenwärtig. Aber auch hier in Sofia regt sich bei den jungen Europäern Mut zur Veränderung. Trotz zunehmender Präsenz der EU hat Bulgarien den Wandel vom Kommunismus zu einem modernen Staat noch lange nicht geschafft. Vor allem Infrastrukturprojekte sollen helfen, den Anschluss zu schaffen. Bulgarien hat mit dem Lev noch seine eigene Währung. Und das ist wohl auch besser so. Zwischen Brüssel und dem Balkan gibt es immer noch ein starkes Tauziehen und viele Hausaufgaben, vor allem auf bulgarischer Seite. Die Regierung wurde dort gerade erst aus dem Amt gejagt von der eigenen Bevölkerung. Aber immerhin beim Urlaub, da sind wir uns bereits einig. Denn immer mehr Deutsche, vor allem Schulklassen, entdecken gerade die Strände der Schwarzmeerküste. Europa für lau? Alles zum halben Preis? Flüge nach Bulgarien gibt's hin und zurück schon für unter 100 Euro. Das Busfahren kostet gerade mal 50 Cent. Und das ist auch besser so, denn Autofahren ist für Mensch und Technik in Bulgarien nicht ratsam. Айде, моме, гражданиначе, дате вода на селото, на селото, родно село, родно село, мојто село. Се пати на ороко гънкиното, на ороко млади стари, млади стари игроци.
Wir beginnen unsere Reise ins Landesinnere. Roma auf einem Pferdewagen, ein Klischee, das wir auf unserer Reise nur ganz kurz gesehen haben. Im Dorf Rila ist man Ende Mai auf uns Touristen noch nicht wirklich eingestellt. Alles wirkt etwas verschlafen. Die Bulgaren sind mit sich beschäftigt. Aber der Tourismus ist wichtig für das Land. Ein paar Asiaten fahren mit uns zum Rila-Kloster. Der wichtigste Wallfahrtsort der bulgarisch-orthodoxen Kirche ist UNESCO-Weltkulturerbe. Der Mönch Ivan Rilski soll es im 9. Jahrhundert als Trotz gegenüber dem Sittenverfall in der Kirche gegründet haben. Mit internationalen Gästen muss man hier noch warm werden. Aber etwas Weltgeist scheint sogar die frommen Mönche erreicht zu haben. Wir verabschieden uns von dem Weltgeist und starten unsere Hiking-Tour in das Rila Hochgebirge. Aber irgendwie ist das für uns doch nicht so leicht wie geplant. Wir sind perfekt ausgerüstet. Nur an detaillierten Karten, Markierungen und Wegen fehlt es. Das wird ein Abenteuer. Sestro, stara planino, gorda e visoka, ja porasto lična moma, moma crnoka. Samo moj to selo malo, pusto si pusteje, bez devojče, bez jerđenje, same se živeje. Godine bez ljubov prekarane. Ej, mlade godine bez ljubov prekarane. Das Rila Hochgebirge empfängt uns mit einer nahezu unberührten Vielfalt an Tieren und Pflanzen, reiner Natur und Gipfeln bis fast 3000 Metern Höhe, umgeben von wunderschönen Nationalparks. Nachtlager unter freiem Himmel freuen wir uns heute nach dem anstrengenden Anstieg über Schneefelder auf eine bewirtschaftete Hütte, Ripni Isera, auf 2230 Metern Höhe an zwei Bergseen gelegen. Die Freude wird immer größer. Die Hütte liegt sehr idyllisch an derzeit noch zugefrorenen Bergseen. Wir haben es geschafft und wir genießen Kraft und Ruhe der Natur hier oben. Prekarane. Ej, mlade godine, bez ljubov prekarane. Bei näherer Betrachtung wirkt die Hütte Ripni Isera etwas verlassen. Sie ist es auch. Oh, lecker. Wir spinnen Geschichten für Horrorfilme zusammen, die man hier wunderbar drehen könnte. Und wir glauben noch nicht annähernd daran, hier heute in diesem Gruselhaus zu nächtigen.
Und wir machen den Kardinalsfehler aller Horrorfilme und trennen uns. Peste de aluri, peste voi, duce vântul hora noastră. Șoaptă plină de băbăi, revărsată peste dări. Șai-la-la-i-la și zborul, șai-la-la-i-la, duce dorul, da-ste foc, al iubirii joc, e hora din... Ein Teil von uns erkundet mögliche Wege für das Überqueren des Bergsattels morgen. Die anderen kümmern sich wieder um das Lager und Essen. Der Aufstieg über Schneefelder kostet viel Kraft und Ausdauer. Dem wunderschönen Ausblick und die wohltuende Kraft eines Gipfels können wir wegen des Wetters leider nur kurz genießen. Aber wir nutzen die Pause. Dann kommt der gefährlichste Teil einer Hiking-Tour im Hochgebirge, der Abstieg. Brüchige Gletscherreste, dünne Eisdecken über Flüssen, verwilderte Wege, schlecht markiert. Wir schlagen uns durch die Bärenwildnis, einen verwilderten Dschungel, zurück ins Tal. Wenige Kilometer vor Rila finden wir eine private, gut bewirtschaftete Hütte und kommen nochmal zur Ruhe. Nächste Station, das Schwarze Meer. Varna ist zu dieser Jahreszeit noch nicht von Touristen bevölkert. Wir nutzen die leeren Strände zum Chillen. Am Ende unserer Reise, eine Woche quer durch Städte, Land, Gebirge und Meer in Bulgarien, haben wir den südöstlichsten Rand der EU erreicht. Die Grenze der Europäischen Union im Rücken. Und ich habe ein paar Fragen an uns junge Zentraleuropäer. Wie habt ihr euch Bulgarien vorgestellt? Also ich bin schon eher pessimistisch nach Bulgarien gegangen, deswegen wurden meine Erwartungen sozusagen nicht getäuscht oder enttäuscht. Also es war letztendlich dann schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich habe einfach gedacht, dass schon viele Menschen unter dem Lebensstandard wie in Deutschland zum Beispiel leben. Und dass viele nur von der Landwirtschaft leben und sozusagen nicht viel Geld verdienen. Und ja. Wie war es dann tatsächlich? Also in den Bergen? In den Bergen haben wir ja nicht so viele Menschen gesehen. Also dementsprechend war für mich der Eindruck, dass der Tourismus da noch nicht so angelangt ist. Und jetzt am Meer, finde ich, merkt man schon, dass es ausgerichtet ist für den Tourismus und dass Menschen auch aus aller Welt sozusagen hierher kommen oder sagen wir mal Europa, nicht der Welt. Ich habe das von vielen Freunden gehört, dass es so mehr der Partyurlaub ist, Partyort, und ja, ich habe da keine großen Erwartungen gehabt, weil ich eigentlich so ein Mensch bin, der geht da hin und lässt sich erst überraschen, bevor er sich Vorurteile vorher irgendwo einholt. Klar mache ich mir schon Gedanken, das zu fragen, wie es ist, um vielleicht irgendwelche guten Tipps zu kriegen, um zu wissen, wo es am besten ist an dem Ort, und zu fragen, okay, ja, aber ich gehe da eigentlich ohne Erwartungen rein und schaue mir das halt an. Bulgarien als ärmstes Land Europas, wie es gesagt wird, war schon mit Vorurteilen behaftet, und zwar, dass die Leute hier einfach sehr arm sind, dass hier viel verfallen ist.
dass gerade auf dem Land man die verfallenen Hütten sieht, wo die alten Menschen, die schon seit ihrem ganzen Leben dort leben, halt langsam verarmen und gerade so über die Runden kommen, vielleicht sich was selbst anbauen und es trotzdem nicht schaffen, wirklich irgendwie sich voll und ganz zu ernähren. Und auch in den Städten, dass es halt, dass die Kriminalitätsrate sehr hoch wird und dass man dort verfallene Häuser sieht, dass außer vielleicht ein paar Straßen irgendwie in der Innenstadt sonst alles viele Ghettos und viele Blöcke sind und sowas, wo die ganzen Leute halt leben. Das waren eigentlich die Vorurteile, die ich hatte. Also ich habe mir über Bulgarien schon gedacht, dass ein sehr armes Land sein wird und auch dementsprechend die Wohngegenden aussehen werden, und das hat sich eigentlich bestätigt. Von den Leuten her habe ich eigentlich schon gedacht, dass sie sehr weltoffen sind. Das sind sie auch, ich war ja auch weg mit den Leuten. Und alles positiv eigentlich, außer bis auf, dass man die Spuren vom Kommunismus sieht, ist natürlich klar. Aber so im Groben und Ganzen schon ein schönes Land und ich habe es mir eigentlich schon so vorgestellt. Also Vorurteile hatte ich erstmal so grob nicht wirklich welche. Vielleicht so ein bisschen, dass das Land sehr arm ist, dass so dieses Sinti- und Roma-Vorurteil. Aber ja, bestätigt hat sich eigentlich nicht wirklich was davon. Ich denke mal, dass es auch nicht viel anders ist als in den südlichen Ländern von Europa. Man merkt zwar die Armut, aber ja, es ist jetzt nicht so schlimm wie erwartet. My name is Anelia and I come from Bulgaria. I was born here in Sofia 27 years ago. And what are you doing here in Sofia? I'm still finishing my bachelor's degree and I'm working in a hostel. Well, we're nice and friendly, and there's not only barbarians here. No, I'm sure that a lot of people know good things about Bulgaria, and on the other hand, I know that there's a lot of bad news about Bulgaria traveling around the European Union media. So I guess it's confusing. There are some tourists coming here thinking that people are walking around the streets with guns and there's a lot of crime, and it's actually not like that. We're just like every other country in the European Union. We're proud of the yogurt, we're proud of... there are a lot of Bulgarians who have who took part in inventing a lot of important things for our age, like, for example, the beginning of the computers. The person who participated and actually invented the first calculating machine, which is the beginning of the computers, is Bulgarian, yes, but he lived in the States at the time when he did that. But yeah, there's a lot of potential here, let's say that. And there's also a lot of history, which is, I'm sure, interesting for the people who are coming here. Come this way, it's okay. You can say hi. Hi. Und wie war es wirklich? Ich komme ja ursprünglich aus Russland und konnte auch dadurch mich recht gut orientieren an der Sprache lang. Und muss sagen, es ist halt ein sehr armes Land, aber es ist ein sehr schönes Land, weil es auch, denke ich mal, früher oder später am Kommen sein wird und ihre Stärke irgendwo dann hervorbringt. Ja, hätte mir noch gedacht, dass teilweise die Landschichten dichter besiedelt sind. Also es war schon, wir haben wenig Leute gesehen, also es waren nicht viele Leute draußen. Aber sonst mit der Armut und mit dem Essen, mit dem Wetter, hatte ich schon gedacht. Ja. Also ich habe eigentlich nicht das gesehen in dem Ausmaß, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich ist Bulgarien
ein armes Land und vielleicht auch vom Bruttoinlandsprodukt oder wie auch immer, ganz Land Europas. Doch das sieht man nicht wirklich. Also gerade in Sofia, in der Innenstadt, habe ich mir, das hätte auch eine westliche Stadt an der, irgendwie am Mittelmeer sein können. Weil natürlich hat man auch verfallene Häuser und der Kommunismus hat da seine Zeichen gesetzt, aber und auch dann das, was dann nicht wieder aufgebaut wurde, aber im Großen und Ganzen war ich sehr überrascht, wie viel Konsum in Sofia zum Beispiel möglich ist und wie auch die Leute, wie stolz die Leute auch sind und wie ganz normal eigentlich, wie aufgeschlossen die Leute damit umgehen. Aber auf dem Land sieht es halt ein bisschen anders aus. Wird die Bevölkerung einfach sehr, sehr dünn, das ist sehr, sehr dünn besiedelt. Und dementsprechend gibt es auch halt weniger Anlaufstellen für die Leute. Und ich denke schon, dass die dort ärmer sind, aber diese extrem schäbige, das habe ich nicht gesehen. Das war auch in Varna gut, ist sehr touristisch begehrt und das nutzen die auch aus. Aber das habe ich alles nicht gesehen. Man versucht, soweit es geht, Sachen zu pflegen. Und natürlich sieht man auch die verfallenen Häuser und die Hütten, die nicht mehr bewirtschaftet sind in den Bergen, die, ich weiß nicht, wo alles offen ist und Schnee drin ist und sowas. Aber im Großen und Ganzen war ich überrascht, wie souverän Bulgarien doch trotzdem wirkt. Also, was ich so mitbekommen habe, denke ich, dass die EU Bulgarien mehr oder weniger so ein bisschen aufgezwungen wird und dass den Leuten halt, dass es den Leuten wenig bedeutet, dass sie in der EU sind und dass sie eigentlich lieber so ihr eigenes Ding machen wollen und dass wahrscheinlich das Land sich nur dazu entschieden hat, wegen den finanziellen Mitteln, die sie dafür bekommen. Okay, wenn ich es jetzt nicht wüsste, mal mit der Vorstellung in das Land zu gehen, ich wüsste nicht, dass es zu Europa gehört, würde ich auch nicht sagen, dass es Europa ist, außer die paar Europaflaggen, die man gesehen hat, sind, finde ich, kaum europäische Standards in diesem Land. Und dementsprechend ist es eher ernüchternd für die Europakommissarin, würde ich sagen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier in Europa sind und Was ich dazu noch sagen will, ist, dass ich finde, das Land hat so eine Gemeinschaft oder man hat das Gefühl, das Land hält zusammen. Es ist eine Gemeinschaft, die Menschen verstehen sich und es gibt kaum Unterschiede. Aber ich finde, der letzte Zug fehlt noch, also der letzte Zug zur Integration in die Europäische Union sozusagen fehlt irgendwie aus. Man hat das Gefühl, die Europäische Union steckt Geld rein, aber mehr nicht. Also ist das für dich Europa hier? Es ist für mich nicht wirklich Europa, schon allein wegen der Sprache, wegen den kyrillischen Zeichen. Von den Leuten her würde ich schon sagen, dass Europa ist. Also die Sprache soll ja keine Barriere sein eigentlich. Ist sie schon, aber sie sind modern europäisch gekleidet und das ist eigentlich, finde ich, das Hauptkriterium. Ich finde nicht, dass alles europäisch sein würde, dann ist alles so ein europäisches Miteinander, das ganz gewollt ist. Man müsste, würde ich sagen, eine gleiche Schriftsprache haben, das heißt die kyrillischen Zeichen abzusetzen, aber dann verliert natürlich auch Bulgarien wieder ihre Kultur und das würde nicht gehen. Also ich denke, in den Köpfen der Menschen ist nicht viel Europa. In den Köpfen der Menschen von Bulgarien hat Europa keinen großen Platz. Ich habe mehrere Schilder gesehen, in verschiedenen Städten, manchmal in Sofia, sondern hier in Varna oder in Rila, in kleineren Städten, in denen es so Plakate gab, wo die EU Mittel hatte und dort auch irgendwie investiert hat. Und da habe ich schon gesehen, okay, hier ist ein Stück EU angekommen oder hier wird vielleicht was gemacht. Aber der europäische Gedanke, der ist noch nicht da. Und ich glaube, die Bulgaren fühlen sich nicht als Teil der EU, auch wenn sie Teil der EU sind. Der Eindruck entsteht,
Also die Bulgaren sind schon gastfreundlich und die wir getroffen haben, waren auch nett. Aber es war immer eine gewisse Distanz vorhanden und ich hatte das Gefühl, und hoffentlich trügt mich auch das Gefühl, vielleicht ist es ganz anders, aber ich hatte das Gefühl, dass sie immer, dass die Kluft zwischen der westlichen Welt und hier in Bulgarien noch sehr, sehr groß ist und dass die westliche Welt, wie früher die NATO, jetzt für die Bulgaren, für die EU steht. Diese Klippe auch, was Sprache und Schrift angeht, die zu überwinden, ich glaube, das ist noch nicht ganz gelungen. Und deswegen denke ich mir auch, also außer den touristischen Hochburgen gibt es wenig, was auf die EU hindeutet. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die meisten Menschen einfach nicht damit rechnen oder damit denken, mit der EU zusammen, sondern nur erstmal für ihr Land. Und da haben sie auch genug zu tun in ihrem Land. Ich sehe es halt so, dass die Leute schon das wissen, dass es mit dazu gehört, auch viele Leute das wissen, aber sie fühlen sich, denke ich mal, nicht so dazugehörig, weil es einfach was Fremdes ist. Es ist nicht deren und warum sollten sie sich da reinzwingen? Und ja, ich fühle es einfach hier eigentlich noch nicht wie Europa. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie gesagt, Strandurlaub, Partyurlaub. Und das hat ja auch mit der Währung was zu tun. Das ist ja halt eine eigene Währung noch hier. So, what means Europe to you as European Union? Well, it's the same as it used to be before the European Union. We're still part of the same continent, and the European Union is just an organization to me, like economical organization, but otherwise, apart from being easier to travel around and meet more people, not much is changing yet for Bulgaria. And Bulgaria is still not so visible in a way because we're still in the beginning. Well, actually, the new government is the old government. It's a very funny story. The people got really angry a few months ago and they took down the government. But for the lack of a better government, the ones who were kicked out are back. Was wäre denn wichtig, um vielleicht ein bisschen näher zusammenzurücken? Ja, zum einen eben irgendwie Aufklärung. Also ich denke mal, in Deutschland hat man ein ganz anderes Bild, wie es jetzt tatsächlich hier abläuft. Und ja, ich denke mal, dass vielleicht die Mittel an den falschen Stellen eingesetzt werden. Aber einen wirklichen Lösungsvorschlag wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Und was man dazu tun sollte vielleicht, dass man den Leuten erstmal ganz klipp und klar sagt, was es das bringen soll, Europa, was es auf sich hat. Und den Leuten das wirklich klipp und klar sagt, okay, das und das. Ja, genau. Die europäische Politik müsste, denke ich, geändert werden, die Leitziele. Aber es müsste auch von dem Land Bulgarien was kommen, also vor allem von der Politik, die ja sehr korrupt ist, müsste mehr Entgegenkommen entstehen, auch hin zur Europäischen Union. Ich finde, das muss natürlich auch kommen von den Menschen hier, dass sie sagen, hey, wir orientieren uns dahin, und ich denke, jeder zieht daraus nur Gutes. Last question, do you feel now as European citizen? I do, and I always have. We are in Europe. Tja, ich habe mich nicht gefühlt wie in Europa. Und darüber war ich auch ziemlich froh. Ist doch eigentlich gerade schön, so viele Kontraste auf diesem Kontinent zu haben, die man entdecken kann. Oder einfach mal in Ruhe haben. Und von dem Essen hier können wir auch einiges lernen. Und die Sehenswürdigkeiten. Ups. Da reicht eine Woche so wenig wie ein paar Jahre für eine gemeinsame EU. Aber sollen sich die Politiker damit rumplagen? Ich bin fürs Reisen.
Auf Wiedersehen, Bulgarien. Помня ни соцвездия.